Moin Leute, was geht ab? Oily Ghost wieder am Start und heute kommen wir zu der Amphitzelfeile dran. Ihr seht es, hinten im Hintergrund habt ihr jetzt das Tinbox Felinara, Detektiv Pikachu, kleiner Ordner, wo jetzt nur noch zwei Karten fehlen. Ich hoffe, dass wir die jetzt ziehen. Ihr wisst es, ihr habt es gesehen, bei unserem TCG Opening Online haben wir die Karten gesehen. Arcani und Glurak fehlen uns noch, dann haben wir es komplett. Und hier habt ihr noch die Tinbox von Glaziola. So, ich werde euch nochmal die Box kurz zeigen. Einen Moment. Bam, da ist sie. Mit einem Pin sogar drin. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Ist auch neu. Und noch ein paar Packs drin. Ich freue mich drauf und hoffe, dass wir endlich was Gutes ziehen. So, jetzt muss ich kurz einmal die Kamera wieder nach hinten tun. Wir haben die Kamera diesmal wieder anders gemacht. Ich versuche noch immer irgendwie den perfekten Winkel zu finden, aber irgendwie gelingt mir das nicht wirklich. Und wir haben jetzt die Kamera nicht mehr auf so einer Box stehen. Wir haben die jetzt komplett runter, die steht jetzt auf dem Tisch. Ich bin gespannt, ob das vielleicht was bringt. Ich kann leider auch nicht rauszoomen bei der Kamera. Ist halt alles ein bisschen blöd. Aber okay, es geht auch so. Wir werden es machen, so zack, bumm, weg damit. Der Pokécard weg. Hier haben wir die kleine Amphitzelkarte. Seht ihr, da fängt es schon an. Ich muss die Kamera unbedingt ein bisschen so machen. Damit die Karte, dass man. Das wäre schon super. Das wäre super. Also, hier haben wir die Amphitzelkarte auf Französisch. Sehr schöne Karte. Bekommt gleich ein Sleeve. Werde ich auch direkt tun. Ich werde jetzt mal noch kurz. Moment. Zack, zack. Vielleicht können wir hier dieses Plastikteil nehmen. Das seht ihr gerade. So. Wird das so bleiben? Oh, perfekt. Kann ich so die Karten zeigen, wenn ich so zurückgehe? Ah, es fokussiert sogar. Nice. Ein bisschen noch ein Stück höher, aber dann wäre es okay. Also ja, hier ist Amphitzel. Ich stelle mal dahin, weil jetzt gleich kommt die Jumbo-Karte. Die werden wir natürlich auch noch da rein dazu tun. Warte, ich probiere es nochmal. A minute. Bam. So. Jetzt kommen wir zu der Jumbo-Karte. Ich weiß nicht, ob ich die zeigen kann. Kann ich sie so zeigen? Ja. Okay, nein, dafür, da muss ich die Kamera in die Hand nehmen, warte. Sehe meinen Hintergrund vom Bildschirm zwar noch, aber egal. Das ist auch eine sehr, sehr nice Karte. So, tun die wieder da. Wir tun die einfach mal weg. Damit das schön das Detektiv Pikachu im Hintergrund ist. So, dann haben wir den Pin. Den Amphizel-Pin. Auch ganz cool. So. Tun wir, wird eh gleich verdeckt werden von den Karten, wenn wir was ziehen. Von daher, mies. Und wir haben, oh, wir haben gute Chancen. 1, 2, 3, 4, 5 Detektiv Pikachu Karten, also Booster. Gehen wir zur Seite. Dann haben wir hier nochmal einmal, was haben wir hier? Sonne und Mond, Ombre, Ardentes. Ihr wisst es, ich sag das so gerne. Und mit Hoho drauf. Und dann haben wir hier noch eine Ultra Prisma. Okay, die habe ich auch schon lange nicht mehr geöffnet. Das ist cool. Das ist wirklich cool. So, und ich hoffe einfach, dass wir jetzt das Set beenden können. Das wäre sehr nice. Zwei Karten fehlen, ihr wisst es. Zwei Karten fehlen. Arcani und Glurak. Bitte seid in diesem Pack drin. Ich habe keinen Bock mehr. Noch mehr Karten zu kaufen. Außer es kommt natürlich wieder was anderes raus. Es kommt noch so eine. Ich weiß nicht. Wir hatten jetzt Mewtwo GX mit den Karten drin. Wir hatten Glurak. Und dann hatten wir Amphitzel. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, Booster wieder hier zur Seite. Und die Codekarte kommt natürlich auch auf die Seite. Und wir drehen um. Pummeluff. Das Pummeluff. Das Endhorn. Was Kopfschmerzen hat. Kappador. Oh, da ist es! Nice! Da ist es! Jawohl! Direkt im ersten Booster! Wow! Okay! Okay, uns fehlt nur noch eine Karte, Leute! Eine Karte! Eine Karte! Eine Karte! Das Licht! Das Licht! Mann, Bro! Mach jetzt keinen Scheiß! Nee, tu's dahin! So! Nur noch eine Karte. Oh mein Gott. Nur noch eine Karte. Wird sie bei uns? Wird sie drin sein? Wird sie drin sein? Ich hoffe.
Ich hoffe es. Komm schon, Alter. Ich will jetzt. Ich kann nicht mehr warten. Krieg dieses scheiß Pack nicht auf. So. Nice. Hummel Luft. I. So, Codecard weg. Und wir drehen oben. Ja, Pummeluff habe ich ja schon gesagt. Verdammt. Okay. Pummeluff. Glumanda, wo ist dein Papa? Bitte bring mir deinen Papa, Glumanda. Bitte. Schlurp. Oh, shit. Zwei Packs. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Glumanda hat seinen Papa doch noch vorbeigebracht. Oh mein Gott. Lucky as fuck. Let's go. Wir haben das Set beendet. Wir haben das Set fucking beendet. Let's go. Und dafür packe ich jetzt auch noch mal hier kurz mal den Ordner noch mal aus hier. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht gut sehen können. Oder, ach, scheiß drauf. Wir machen es später. Wir machen es später. Wir machen es später. Das ist jetzt zu kompliziert. Aber wir haben es geschafft. Das Set ist damit vollendet. Sehr nice. Und das sind zwei Packs. Und das einfach in fucking zwei Packs. Bam, waren die da. Bam, waren die zwei Karten da. Oh mein Gott, besser könnte man sich nicht vorstellen, ey. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. So, jetzt ist die Frage, soll ich die Karten behalten? Vielleicht werden die auch teurer. Ich habe noch drei Stück und wir haben das Set beendet. Jetzt ist die Frage, sollen wir die behalten und gucken, ob die vom Price Range hochgehen oder runtergehen? Ich glaube, ich behalte die, Leute. Ich werde die nicht öffnen, Leute. Ich glaube, die werde ich mir zur Seite legen und wirklich gucken, ob die Preise hochgehen oder runtergehen. Wenn nicht, machen wir es einfach in Random Booster Packs auf. Können wir so eine Serie starten. Das wäre nicht schlecht. Doch, das ist eine gute Überlegung, Leute. Also, sorry. Wahrscheinlich hättet ihr mich jetzt dafür. Macht die doch auf, Alter. Aber... die könnten vielleicht in den Price Range hochsteigen. Auch wenn die auf Französisch sind, könnten die hier wirklich gut weggehen. Aber wir öffnen gerade Sonne und Mond, Ombre Ardentes. Also, ja, sorry dafür, aber die werde ich erstmal noch aufheben. Und halt schauen, ob da was rauskommt. Codecard weg. 1, 2, 3, 4 nach vorne. Und wir haben eine Kampfenergie. Kampfenergie. Die fallen mir gerade aus der Hand. Ein bisschen blöd. Die Pokerhanteln schon wieder. Madame Magie. Magie. Oder keine Ahnung, wie sie. Das ist halt französisch. Das Klops. Ein Ladybar. Ein Alola Slimer, was irgendwie gefüllt in jedem Packs drin ist. Ein Riolu. Riolu. Ein Mozi. Oh, das süße Vulpix Alola. Und dieses Pferd. Und was haben wir dahinter? Podikon Z, ich glaube, das haben wir. Haben wir schon mal gezogen, glaube ich. Ja, haben wir wirklich noch. Haben wir schon mal gezogen, ja. Aber auch sehr nice. Bekommt eine schwarze Folie. Jetzt glaube ich noch schwarz-weiß Folien und dann die halt, ja. Tun wir das dahin. Nice. Also halt wieder das Licht ist so kacke da, ne? Ach man, dieses Licht hier, das ist so beschissen. Das Anvisel hat sich auch irgendwie zu weit nach links. Easy. So, und jetzt das Ultra Prisma. Werden wir eine Prisma-Karte bekommen? Wäre ganz geil. Denn ich habe noch nicht. Noch nicht. Habe ich? Nee, ich habe noch gar keine Prisma gezogen. Also eine richtige Prisma. Also. Sorry, ich bin gerade gegen das Kabel gekommen. Ist halt ein bisschen blöd hier alles. Okay. Bro, ich stell dich dahin. Du nimmst mir das ganze Licht weg. Den Fokus wahrscheinlich auch noch dazu. So, hoffentlich, vielleicht werden wir eine Prisma-Karte ziehen. Das wäre auch, würde ich gerne mitnehmen. Würde ich gerne mitnehmen. Um ehrlich zu sein. 1, 2, 3, vierte Front. War es bei Prisma 4? Oh no. Sneak Peek? Ja, es war richtig. Uff. Glück gehabt. Puh. Ich habe nämlich nicht so viele Prismas aufgeöffnet von damals. Also, let's go. Psycho. City Floor. Oh, Donald Trump Weiterentwicklung. Kristall Antique. Ein Sneeble. Ein Magnetilo. Sheribu, Sheribu, Sheribu. Oh, das ist so süß. Oh mein Gott, Haspiro.
Nice. Hippopotas und unsere Reverse ist ein Luxurio. Ein Luxray. Luxray, und was haben wir dahinter? Haben wir einen Hit? Oft? Nein, wir haben wieder keinen Hit. Magiana. Magiana, Magiana, Magiana. Nope, wir haben keinen Hit. Schade. Irgendwie waren die Packs wirklich nicht gut. Aber wir haben damit erstmal das Set beendet. Finde ich sehr nice. Hier ist nochmal die Amphizel GX-Karte. Auch sehr, sehr nice. Und das Porygon-Set. Holo! Ja! Fucking nice! Wir haben es geschafft. Wir haben das Ding fertig. Ich werde das jetzt noch kurz hier mal kurz wegnehmen, damit ich den Ordner jetzt reinholen kann. Dann seht ihr hinten, was hier so kacke aufgestellt ist. Hier ist der Bildschirm. Auch sehr nice, ich weiß. Sieht sehr gut aus, aber wir tun die jetzt hier noch rein. Let's go. Zack. Und zack. Set completed. Ich zeige es euch gleich nochmal. Ich kann hier noch ein Stück nach oben machen. Das Licht hat nicht wirklich Bock. Seht ihr das so? Ja, es geht. Es geht. Aber ja, also hier kommt noch die Promokarte vom Film hin. Von dem Detektiv Pikachu. Ich habe jetzt einfach schon mal zweimal Detektiv Pikachu gehabt. Habe ich schon reingeklatscht. Zack, boom. Und ja, es sieht sehr schön aus. Das ist jetzt die französische Version. Wir gucken, vielleicht kriegen wir auch nochmal die deutsche Version oder die englische Version hin. Vielleicht auch die japanische. Also die koreanische, japanische wäre ganz geil. Da überlege ich mir nochmal, vielleicht noch eine zu kaufen. Wie gesagt, die koreanischen Karten sind noch unterwegs. Also nicht unterwegs, liegen bei der Post. Aber vielleicht sind sie bald da. Ah ja. Und ja, damit ist das Set beendet. Detektiv Pikachu, Pfeile gelöst, würde ich sagen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, haut rein, meine Freunde. Macht's gut. Tschaußen!